hab diesen Raum. Oh, ich war ja schon so lange nicht mehr drin, dass ich den Raum nicht mal mehr erkenne, wenn ich dran vorbeilaufe. Kräutermedizin, geil. Wegen dieser alten Wand. Ich sag es doch. Oh, unsere drei Bekannten wieder. Super. Meine Kamera macht keine Geräusche mehr, das finde ich scheiße. Und dass sie hier auftauchen, finde ich auch nicht gerade toll, weil hier hat man sehr wenig Platz. So, ihr beiden seid schon mal tot. Hoffe ich. Warum macht meine Kamera keine Geräusche mehr? Das ist irritierend. Neben uns. Neben uns. Genau neben uns. Ich verbrauche übrigens die ganze Zeit meinen guten Film, merke ich gerade. Und das bei den schwächsten Geistern. Super. Mein Gott. Hier, man. Es macht keine Geräusche mehr, gar nichts. Was soll denn das? Ja, genau, schweb rum, Scheißviech. Ah, oh, ist das nervig, ey. Oh Mann! Weg da! Scheiße! Lass mich doch mal in Ruhe, ey! Die Geräusche kehren wieder zurück. Man glaubt es ja gar nicht. Mein Gott, nochmal. So. Rein in die Scheiße. Zufallsgeister, die fangen mich an zu nerven. Die kosten übelst viel Zeit. So, und jetzt müssen wir irgendwie die Symbole drücken. Bei jedem irgendwie das Richtige. Keine Ahnung. Nichts geschieht, ne? Das war das Falsche. Kann man eigentlich nicht viel falsch machen, weil man hat ja immer Chancen wieder zu drücken, sag ich mal. Ist dieselbe Musik, die auch im Maskenraum kam, oder? So diese gruselige Musik hier. So. Das war das schon mal. Wir müssen ein Foto machen. Na wieder. Von dieser Vorrichtung. Auf dem Bild strömt eine rote Flüssigkeit. Ja, was könnte das wohl sein? Das Lustige. Jetzt ist das auch in Wirklichkeit so. Und da muss was rein. Und zwar wie heißt es denn? Das Siegel des Familienoberhaupts. Und gegen den dürfen wir jetzt kämpfen. Und das ist der Kampf, vor dem ich mich eigentlich am meisten fürchte. Mit unserer Lane-Funktion sollten wir allerdings keine Schwierigkeiten haben. Wenn er wieder mit seinen Samurai-Skills ankommt. Rote Flecken, ja, ich sehe das wohl. Für diesen besonderen Gegner werde ich auch einen besonderen Film verwenden. Also erstmal speichere ich. Nur mal so. Und dann werde ich gleich den Typ 90 Film ausprobieren. Und ja, ich mache das, weil ich weiß, dass wir nachher noch einen zweiten davon finden. Deswegen kann ich mir das erlauben.
Die Zeit tickt gnadenlos weiter. Ja, und jetzt kommt sie nicht durch die Tür durch. Super. Sehr herrlich. Alles klar. Für den dürfen wir das ruhig mal machen. Und wir werden gleich so viele Punkte haben, dass wir unsere Kamera noch aufrüsten können. Ich glaub's ja gar nicht. Holy shit, das nenne ich eine Blutlache. Gut, los geht's. Wünsche mir Glück. Ey, yo, was geht? Oh, hat der viel Energie. Scheiße, wisst ihr was? Irgendwie ist das eine Verschwendung von Typ 90. Shit, er wollte gerade zum Zero-Shot ansetzen. Kacke. Ja, das macht Typ 90 Film mit einem Penis wie dir. Und du hast mich nicht ein einziges Mal verwunden können. Und deine Seele wandert in meine Kamera. Das Land ist nun befleckt, ja. Deine Mutter auch. So. Ich frage mich, ob das dem Geist gehört. Ja, jetzt nicht mehr. Und das Komische, der Blutfleck ist weg. Und ich gucke nochmal, gerade bevor wir jetzt weglaufen, ob hier noch was liegt. Ja, da liegt was. Oh, eine unsichtbare Wand ist hier. Auch nicht schlecht. Yay, Typ 14 Film. Das ist sehr nützlich. Ja, warte mal, ich hab hier doch schon alles abgesucht. Das weiß ich doch noch. Scheiß drauf.